Die kommunalen Nahverkehrsbetriebe fühlen sich vom Bund im Regen stehen gelassen. Schon jetzt fehlen deutschlandweit mehr als 4 Milliarden Euro für die Infrastruktur im öffentlichen Personennahverkehr. Hinzu kommt, dass eine Fortführung der Mittel über das Jahr 2019 hinaus noch nicht gesichert ist. Eine gesetzliche Anschlussregelung gefunden werden muss. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Betriebe am gestrigen Dienstag zur Aktion Rettet Bus und Bahn aufgerufen. Auch Duisburger Vertreter der DVG unterstützten in der Innenstadt. Die Lage ist ernst. Mit den gesammelten Unterschriften soll das auch dem Bund klargemacht werden. Ja, wir sammeln Unterschriften für den Erhalt des ÖPNV in Duisburg. Wir haben hier wegen der Infrastruktur eine grobe Unterfinanzierung. Also uns fehlen mehrere 100 Millionen Euro zur Erneuerung von Fahrzeugen und Zugsicherung und wollen damit Öffentlichkeit schaffen, hier um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass der Nahverkehr, so wie man heute noch kennt, in Zukunft leider nicht mehr finanzierbar ist. Konkret geht es in Duisburg etwa um 45 neue Stadtbahnwagen sowie um eine Erneuerung des in die Jahre gekommenen Zugsicherungssystems. Bundesweit hatten sich zahlreiche Städte an der Aktion beteiligt. Würde man die Kommunen mit der Finanzierung alleine lassen, so befürchten die Verkehrsbetriebe erhöhte Ticketpreise und nicht zuletzt Einschränkungen im Angebot. Wie das etwa aussehen könnte, zeigte die DVG etwas zugespitzt im Rahmen ihrer Aktion. Mit einer Pferdekutsche beförderten die Betreiber die Fahrgäste wie im 19. Jahrhundert durch die Innenstadt. Am 2. Juli sollen die gesammelten Unterschriften dem Bundesfinanzministerium vorgelegt werden, damit auch weiterhin der Nahverkehr gesichert in den Kommunen rollen kann.